Also ich bin Physiklehrer und als solcher ist Energieversorgung ja eigentlich genau das, was Teil des Lehrplans ist. Und ab und zu mache ich mal so ein paar Energiewenderechnungen mit meinen Schülern. Also die wissen schon irgendwie auch vom Hörensagen, der Physiklehrer ist irgendwie Atomlobbyist. So, da kann man schöne Zahlenbeispiele machen. Ich habe mal in einem Test abgefragt, berechnen lassen, wie viel Windrädern entspricht eigentlich die Produktion von 7 Kernkraftwerken? Jetzt sind es nur noch 6. Und es war sehr lustig, was dann passiert ist. Nach dem Test kamen die Schüler zu mir und haben gesagt, Herr Preuß, wir haben da sowas Komisches raus, kann das sein? 18.000 Windräder, das kann doch nicht sein, oder? Ja doch, das kann sein. Und die Reaktion war sehr lustig. Der eine Junge hat sich an die Stirn geklatscht, hat gesagt, die können doch nicht wirklich glauben, dass wir so viele Windräder bauen können, um diese Stromproduktion zu schaffen. Es gibt, also ein Mädchen hatte durchgestrichen gehabt, der konnte ich leider den Punkt nicht geben, weil sie gedacht hat, sie muss sich verrechnet haben. Ich habe gestern nochmal reingeschaut in die Broschüre vom Solar... Arne, kannst du mein Mikrofon ein bisschen lauter machen fürs Stimmenschonen? Na, der ist weg, egal. Genau, was wäre nötig, um Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 100% erneuerbare Energien umzustellen? Ja, das wären jetzt ab sofort jedes Jahr 50 Gigawatt Wind und 60 Gigawatt Solarenergie. Das sind erstmal nichtssagende Zahlen. Mit Gigawatt hat man im Alltag relativ wenig zu tun. Also was bedeutet das? 50 Gigawatt Wind, also die größten Onshore-Windkraftanlagen zurzeit haben 5 Megawatt. 50 Gigawatt wären also 10.000 der größten Onshore-Windkraftanlagen, die wir jedes Jahr bauen müssten, ab sofort 9 Jahre lang bis zum Jahr 2030. 60 Gigawatt Solarenergie wäre jedes Jahr ein Solarpark so groß wie München ungefähr. 320 Mal der größte Solarpark, der bisher gebaut wurde. Also, ich bin schon für erneuerbare Energien, aber ich bin auch für Vernunft und für Arithmetik. Ich glaube, egal wie viel Optimismus man anlegt, diese Anlagen wird es nie geben. Wir können uns vollkommen abschminken, bis 2030 diese Anzahl an erneuerbaren Energien aufzubauen. Und jetzt sagen uns die Befürworter von erneuerbarer Energie, Atomkraft ist zu langsam. Naja, klar, bis das erste Atomkraftwerk, angenommen, wir würden jetzt das machen, was ich tatsächlich für richtig halten würde, nämlich ein ambitioniertes Atomneubauprogramm beschließen. Ja, das braucht Vorlaufzeit. Ja, das ist eine Planungsphase von 10 Jahren. Wir können nach Frankreich schauen, 10 Jahre Vorlaufzeit. Aber was danach passiert ist, war wirklich das Modell für eine erfolgreiche Energiewende. Wir haben nach 20 Jahren Energiewende und 500 Milliarden EEG-Umlage ungefähr 50% im Strommix erreicht. Frankreich war nach 20 Jahren fertig und hat zusätzlich noch einen großen Teil des Wärmesektors auf Strom umgestellt. Also wenn es schnell gehen soll, dann kann Kernenergie durchaus eine Lösung sein, wenn man die Vorlaufphase entsprechend mit einbaut. Und da ich schon gesagt habe, bis 2030 Deutschland komplett auf verbrennungsfreie Energiequellen umzustellen, das ist sowas von illusorisch. Wir müssen jetzt anfangen, einen guten Plan zu machen, die richtigen Schritte in den Weg zu leiten. Dazu gehört natürlich, dass wir von diesen 10.000 Windrädern im Jahr so viele bauen, wie wir nur können. Aber bitte machen wir uns nicht vor, dass wir die alle bauen können. Das ist einfach ein Luftschloss. Ich will, dass wir einen vernünftigen, realistischen Plan machen. Kernenergie kann uns massiv mithelfen, diese Herausforderung kleiner zu machen. Und ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten hören? Ja, sind wir bereit zu singen? Na, ein bisschen was kann ich noch erzählen. Wie groß ist die Herausforderung überhaupt? Also, man braucht eine vernünftige Einheit. Und die Strommenge oder die Energiemenge, die Deutschland brauchen wird, die ist so unvorstellbar groß, dass eine Einheit wie ein Kernkraftwerk sinnvoll ist, um sie zu erfassen. Die Strommenge, die wir in Zukunft brauchen werden, entspricht mindestens 110 Kernkraftwerken, wie sie jetzt laufen,
realistisch betrachtet wahrscheinlich eher 200. Das sind Zahlen, da rollen sich den Atomkraftgegnern tatsächlich die Zehennägel hoch, aber es geht einfach mal darum, die Größenordnung zu zeigen. 110 Kernkraftwerke mindestens, realistisch betrachtet eher Richtung 200 von denen, die wir jetzt haben. Wie viel Windrädern entspricht ein Kernkraftwerk? Jedes einzelne Kernkraftwerk produziert so viel Strom wie 1000 modernste Windkraftanlagen. Das heißt, wir müssen also 110 mal 1000 Windkraftanlagen uns vorstellen. Oder in Solar ausgedrückt, jedes Kernkraftwerk entspricht einem Solarpark von 100 Quadratkilometer Größe. Das ist ein Quadrat 10 mal 10 Kilometer. Mit dem Fahrrad fährt man da schon 2 Stunden außenrum. Also die Gesamtstrommenge, die Deutschland in Zukunft braucht, wäre 110 mal 100 Quadratkilometer Solarpark oder 200 mal 110 Quadratkilometer Solarpark. Das ist schon ein bisschen was. Wenn man sich anschaut, auf welcher Fläche müssten wir mit erneuerbaren Energien Energie ernten, dann sind es ungefähr 20% der Landesfläche. Ja, auf dem Papier funktioniert das. Nein, realistisch ist es nicht. Die Leute haben jetzt inzwischen langsam schon die Schnauze voll von den Windrädern. Ich sage, wir müssen die ausbauen. Mir gefallen die nicht. Einen Tod werden wir sterben müssen. Ohne Windkraft wird es nicht gehen. Aber dass wir 50-60% Windkraft machen in Deutschland und damit den Gesamtenergiebedarf decken, das können wir uns abschminken. Das ist lächerlich. So, und da wir, ja, als Lehrer weiß ich, man muss bei den Kindern sowohl den Kopf ansprechen mit Zahlen, Daten, Fakten, als auch das mit einem Gefühl verbinden. Und deswegen verbinden wir diese Message mit einem Gefühl, mit einem Song. Wir haben ein Cover auf Halleluja gedichtet.